bin die Luisa, ich bin 19 Jahre und studiere in Mittweida Medienmanagement. Und ich bin auch durch mein Studium in verschiedenen Hochschulprojekten involviert. Und da will ich halt in meiner Freizeit so ein bisschen einen Ausgleich finden. Und deshalb fahre ich Kanu im Rahmen des Hochschulsports. Kanufahren ist so toll für mich, weil das einfach was komplett anderes ist, als was man in seinem Alltag so macht. Also durch mein Studium muss ich ja auch ziemlich up-to-date sein und ständig irgendwelche Informationen aufnehmen. Aber wenn man Kanu fährt, dann ist man einfach alleine mit dem Wasser und mit sich und hat nur diese eine Aufgabe, nämlich irgendwie zu paddeln. Und das ist halt ziemlich entspannend, weil man nicht von irgendwelchen Sachen abgelenkt wird und nicht drei Sachen gleichzeitig machen muss, sondern wirklich nur das eine hat, worauf man sich konzentrieren kann. Zum Kanufahren bin ich gekommen, weil meine Eltern schon Kanu gefahren sind sozusagen. Die haben Rennsport gemacht und Kanu-Polo gespielt. Und deshalb bin ich auch auf den Sport gekommen und später habe ich dann selber Kanu-Polo gespielt. Ich habe beim Kanu-Polo auch bei den deutschen Meisterschaften mitgespielt. Das war aber nicht mal mein krassestes Erlebnis, weil am coolsten fand ich eigentlich, als ich die Eskimo-Rolle gelernt habe. Das ist, dass man, wenn man reinfällt, auf der anderen Seite wieder rausrollt. Und für mich war das immer wie Magie, wie man das denn schaffen soll, ohne sich irgendwo abzudrücken, aus dem Wasser wieder hochzukommen. Und als ich das dann endlich gelernt habe, da war ich richtig stolz auf mich. Also ich bin eigentlich heute noch stolz. Ich würde sagen, dass ich im Kanufahren auf jeden Fall meinen Ausgleich zum Alltagsleben gefunden habe. Und deshalb werde ich auch in Zukunft, soweit es mir die Möglichkeit bietet, weiter Kanufahren.